Ja, wie in Radmer, wir haben ja eine reiche Bergbauvergangenheit. Zuletzt wurde bis 1979 im vorderen Talbereich Eisenerz abgebaut und im Zuge dieses Abbaus wurde im Tagebau wurden Bohrungen durchgeführt und da hat es das Problem gegeben, dass beim Versuch in den Boden einzudringen der Bohrer auf Widerstand gestoßen ist und bei der Nachschau, was denn da im Wege steht, haben wir eine Rohkupferschmelze gefunden, die dann wissenschaftlich untersucht worden ist und man festgestellt hat, diese stammt aus der Bronzezeit, sprich sie hat ein Alter von 3000 Jahren. Und im Zuge dessen muss man erwähnen, dass wir im oberen Talbereich, das ist die Hinterradmer, bereits aus der Bronzezeit Bergbauaktivitäten wissen. Im späten Mittelalter hat es ebenfalls Aktivitäten in der Hinsicht gegeben und vor allem intensiver Bergbau wurde betrieben von 1547 bis 1855, war in seiner Hochblüte einer der vier bedeutendsten Kupferbergbauer im Alpenraum. Wir, da meine ich eine Gruppe von Bergbauverrückten, man kann es nicht anders sagen, haben 1996 begonnen, das Ganze wieder zugänglich zu machen, nicht wissend, worauf wir uns dabei einlassen, haben das nicht in dem Zustand vorgefunden, wie wir es jetzt unseren Gästen präsentieren können. Und wir haben inzwischen eine Unmenge an Material wieder aus dem Berg entfernt, Hohlräume wieder freigelegt und somit können wir unseren Besuchern einen guten Einblick darüber geben, wie es damals im spätmittelalterlich-neuzeitlichen Bergbau, Kupferbergbau muss man in dem Fall sagen, zugegangen ist.